Dominik von Hallo ihr Lieben, ich mache heute ein Revisit von der verlassenen Villa. Da habe ich schon mal ein Video gedreht vor circa einem Jahr. Den Link versetze ich euch unten in die Beschreibung. Ich schaue mal, was sich alles hier verändert hat. Beziehungsweise vielleicht ist sie ja nicht mehr verschlossen. Aber das sehen wir gleich. Ich gehe mal. Bis dann. Also jetzt heißt es erstmal nicht gestrüpp. Das Gras ist echt ungelogen hüfthoch. Das letzte Mal war in diesem Gebäude. Seht ihr das? Da, da waren Leute, entweder wo sich fremd eingemietet haben. Still und heimlich. Schauen wir mal. Aber hier, das ist die Villa. Der Zaun steht offen.
kleine Mini-Küche gewesen sein. Aber da ist nicht mehr viel übrig davon. Abstellkammer. Jetzt Müllhalde. Schaut's hier aus. Hier kann ich nur rein filmen. Das muss die Küche gewesen sein, aber ich komme nicht durch. Und es muss auch nur einen Außenzugang geben. Der ist aber blockiert. Wenn irgendwelche Idioten den Sicherungskasten aus der Wand rausgerissen haben. Unglaublich. Steht aus. Irgendwie schaut es schon wieder cool aus.
zurück, die Efeu rein. Ich glaube, das war das Zimmer Deluxe. Alles von 2010. Also für mich schaut das aus, als ob das wie eine Pension war früher. Die vielen Zimmer. Oder kommt die Feuchtigkeit rein? Wie erwähnt, hier ist der Zugang zur Küche und das ist der Sicherungskasten. Der war ursprünglich hier an der Wand montiert. Unglaublich.
dieser Location gehörte ja ursprünglich ein Tennisplatz dazu. Ich schau mal nach, wenn ich hier durchs Gestrüpp komme. Wieder überall die Brombeer. Na, guck an. Die Tür ist ein Spalt offen. Ich quetsch mich mal durch. So. So schaut ein Tennisplatz aus. Der Jahre oder Jahrzehnt leer stand und nicht mehr benutzt wurde. Eigentlich schade drum. Aber ich mache mich jetzt vom Acker, weil die Näharbeiten doch ziemlich näher kommen. Und die Arbeitenden wollen, möchte ich eigentlich nicht aufhalten. So, das war's mit der Villa, die sich aber nicht als Villa entpuppte, sondern als Pension oder irgendwie in so einer Art. Aber ich fand es heftig, wie die zugerichtet war. So ein Vandalismus habe ich hier noch nicht gesehen. Traurig. So, noch ein letzter Blick. Das war's, ihr Lieben. Bis zum nächsten Mal. Eure Dominique.